Ja, also Leute, und willkommen zu diesem Video. Und heute habe ich wieder etwas ganz Neues für euch. Und zwar möchte ich ein paar Cover vergleichen. Diesem Format, ich nenne es erstmal Format, vergleiche ich die Hardcover mit den Taschenbuchcovern. Also jeweils vom gleichen Buch natürlich. Es kommt vor, dass wenn zuerst ein Hardcover rauskommt und dann irgendwann später das Taschenbuch kommt, dass das Taschenbuch ein komplett anderes Cover hat. Ich sage aber vorweg, ich vergleiche, ich achte nicht darauf, dass es von einem anderen Verlag stammt oder sonst was, sondern ich werde einfach mit mal zwei Cover einblenden und die beurteilen, wie ich sie finde, und dann das bessere küren. Oder ich sage einfach, welches mir besser gefällt davon. Und sage einfach meine Meinung dazu. Es kann sein, dass vielleicht manche Bücher etwas älter sind, also das erschienen ist zuerst etwas älter ist, natürlich, logischerweise. Meistens erscheint zuerst das Hardcover und dann das Taschenbuch. Und ich starte dann mit dem Buch Vakuum von Antje Wagner. Hier blende ich einmal das Taschenbuchcover ein und hier einmal die Hardcover-Version. Das Hardcover ist am 10. September 2012 erschienen und das Taschenbuch am 14. Juli 2014. Das ist ein ziemlicher Abstand. Aber trotzdem, ich möchte die Cover einfach mal vergleichen, wie sie so aussehen. Und welches mir besser gefällt. Die Hardcover-Variante finde ich etwas schöner. Finde ich einfach schöner. Weil die Taschenbuchausgabe, da ist ein verdrehtes Bild drauf und irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Ich finde es seltsam. Wieso macht man das Taschenbuch anders als das Hardcover? Ehe, logik. Ich finde das Hardcover hier schöner. Einfach, auch wenn es schlicht gehalten ist, aber ich finde einfach von der Stimmung her besser. Hier kommt die Stimmung etwas besser rüber als beim Taschenbuch mit der Schrift und dem verdrehten Bild. Also, ja, ihr wisst schon. Das zweite Buch kennen bestimmt die meisten von euch, ist eine Dystopie vielleicht oder ein Jugendbuch, keine Ahnung. Nämlich für immer die Seele von Cynthia J. Omolulu, wie man immer den Namen ausspricht. Einmal die Hardcover-Variante und einmal die Taschenbuch-Variante. Die Hardcover-Variante erschien am 23. Januar 2013 und die Taschenbuchausgabe am 1. Februar 2015. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde beide Cover recht schön gemacht, aber ich finde einfach, es sind beide schön. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welches ich schöner finde, dann muss ich doch sagen, die Hardcover-Variante ist besser. Weil ich einfach die Farben und einfach alles irgendwie besser finde. Die Stimmung irgendwie besser ist, aber weil ich finde das Gelb nicht so schön, aber ist Ansichtssache, wie man was besser gefällt. Dann geht's weiter mit einem Thriller, nämlich Rachesommer von Andreas Gruber. Einmal in der Hardcover-Variante, einmal in der Taschenbuch-Variante. Und zu diesem Buch gibt es sogar drei Cover. Ich blende euch auf das dritte ein, irgendwo, wo ich gerade Platz finde. Und zwar erscheint die Hardcover-Ausgabe bereits 2010. Das Taschenbuch, das erste Taschenbuch am 14. Ne, das erste Taschenbuch erschien dann 2011. Das neue Taschenbuch erschien am 14. Februar 2011. Erstmal muss ich sagen, ich finde die Hardcover-Variante ziemlich hässlich. Mir gefällt die Hardcover-Variante in diesem Fall nicht. Es ist eine Weltpremiere, denke ich mal, auf jeden Fall eine Premiere. Aber trotzdem finde ich die irgendwie seltsam. Ich finde die hässlich. Dann die erste Taschenbuch-Variante finde ich auch nicht ganz so schön, aber schon schöner als die Hardcover-Variante. Aber am besten gefällt mir immer noch die dritte Variante, mit dem, einfach weil es zu den anderen Büchern auch passt, mit dem, die weißen Cover und weiß-grauen Cover, passt einfach besser dazu. Deswegen, wenn ich mir dieses Buch zulegen werde, dann auf jeden Fall in der neuen Taschenbuchausgabe. Dann ein Klassiker,
Von Dean Koontz Nacht der Zaubertiere. Da gibt es auch sehr, sehr viele Varianten. Ich nehme ja mal die aktuelleren, die neueren. Da erschien das Hardcover 2006 und die Taschenbuchausgabe am 1. Juli 2008. Und ich finde in diesem Fall wirklich die Taschenbuchvariante schöner. Mir gefällt die Hardcover-Variante nicht wirklich, weil es so kindlich gestaltet ist, wie ich finde. Sehr kindlich gehalten und ja, die Taschenbuchvariante ist definitiv in diesem Fall besser. Für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Deswegen würde ich wenigstens auch wieder die Taschenbuchvariante wählen. Und dann noch das letzte Buch, Die Geduld der Spinne von Jonathan Nessau. Einmal in der Hardcover-Variante und einmal in der Taschenbuch-Variante. Hardcover-Variante erschien 2007 und das Taschenbuch am 9. Juli 2012. Und in diesem Fall finde ich definitiv die Taschenbuch-Variante auch wieder besser, obwohl die Hardcover-Variante nicht schlecht ist. Also ich finde die Hardcover-Variante jetzt nicht hässlich, aber ich finde trotzdem die Taschenbuch-Variante besser. Einfach von der Gestaltung her mit der Frau und den Haaren und irgendwie, keine Ahnung, spiegelt das irgendwie das ganze System wieder, finde ich. Deswegen würde ich, wenn ich das Buch kaufen würde, eher die Taschenbuch-Variante kaufen. Dann war es mit dem Video. Welches Cover davon würdet ihr eher wählen? Welches gefällt euch eher? Schreibt mir das mal in die Meinungen. Und wollt ihr mehr davon sehen? Soll ich mehr Cover vergleichen? Es wird auf jeden Fall noch ein anderer Teil kommen, nämlich vergleiche ich dann noch die Printausgaben mit den E-Book-Ausgaben. Da sind auch ab und zu etwaige Verschiebungen enthalten. Und ja, teilt mir mit, welche Bücher ihr davon eher wählen würdet, eher das Hardcover oder eher das Taschenbuch. Jetzt abgesehen von den Vor- und Nachteilen von Taschenbuch und Hardcover. Einfach von der Covergestaltung. Welches Buch würdet ihr, zu welchem Buch würdet ihr dann eher greifen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ich sag tschüss und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann! Hier blende ich hier mal das Hardcover ein. Hier, das Hardcover. Und da das gebundene. Nee. Falsch. Ich. Scheiße jetzt.